Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Donnerstag, den 18.05.2023. Meine Gewinner wurden erhört. Der Markt hat ein neues Hoch geliefert, ein neues Jahreshoch, sodass wir endlich mal über was Neues reden können. Ich habe jetzt hier einen bisschen schwierigen Gang vor mir, denn das ist jetzt tatsächlich die dritte Analyse, die ich schon einbringe. Ich war mit meiner letzten Analyse sehr zufrieden, hatte aber, nachdem ich meine erste Analyse gelöscht habe, das Mikro gemutet und die ganze zweite Analyse dann mit gemutetem Mikro gesprochen. Hat also keinen Ton aufgezeichnet, nur Mausbewegung, und das bringt euch nichts. Und mir fällt das immer schwer, wenn ich wirklich ein, zwei Videos eingesprochen habe. Im dritten das dann noch im Kopf, was willst du sagen, was hast du schon erzählt, gerade was kommt noch, den Faden zu behalten. Ich gebe mir aber Mühe, dass wir das reinkriegen. Also, warum, vielleicht der Hinweis, warum habe ich das erste Video gelöscht? Ich habe das erste Video gelöscht, weil ich einen kleinen Vortrag darüber gehalten habe, Long, Short, wie Gegentrend, Mittrend und sowas. Ich klemme mir das einfach. Wir haben die ganzen Tage das immer wieder eingeleitet. Ich habe versucht zu erklären, warum, wo würde ich Long gehen, wo würde ich Short gehen, warum würde ich Short Long gehen, warum würde ich Short gehen. Kann jeder von euch traden, wie er möchte. Ja, es gibt kein Zwang. Ne? Also auch ich liege immer mal falsch, ich liege nicht immer richtig, und auch die Muster, die wir besprechen, werden nicht immer so aufgelöst, wie wir das erzählen. Das ist ja, das muss man fairerweise so auch sagen. Von daher ist es vollkommen legitim, wenn auch jemand durchzieht, was er durchzieht. Mir geht es letztendlich immer nur darum, euch einfach so ein bisschen mitzugeben, was habe ich früher falsch gemacht, was habe ich dann geändert und wie mache ich es jetzt, damit es mir leichter fällt. Ne? Weil ich saß auch da früher, in solchen Bewegungen. Ja, und habe mir gedacht, Alter, nee, komm, schwach, der steigt nicht weiter, der steigt nicht weiter, der ist schwach. Guck doch mal, der tritt immer wieder ein, die ganze Zeit Short. Habe dann garantiert auch vorher schon irgendwo einen Short drin gehabt, irgendwo vor so einem Gap klassischerweise, ne? Irgendwo hier 15.300 Short, dann nächsten Tag Aufwärtsgap gewesen, der Markt weggerannt, und dann fängt man ja an, sich total für seine Position zu verkämpfen. Also war ich früher auch. Da habe ich mich dann total verrannt in so einer Position. Auch in so einer Situation, dann, wenn jetzt hier nochmal Aufwärtsgap kommt, ich nochmal direkt nachgekauft, nochmal Short rein. Und manchmal hat das auch geklappt. Manchmal hat das geklappt und der Markt ist weggedreht gegen alle Analysen, ist dann runtergebrochen und man ist nochmal rausgekommen. Aber es gab eben auch die Tage, wo das nicht war. Das war seltener, als dass ich doch noch davon gekommen bin. Aber mir hat es dann halt richtig eine auf die Fresse gegeben. Ja? Dann war halt wirklich mal ein, zwei Monatsgehälter weg. Oder gerne auch mal die ganzen Gewinne der letzten 30 Tage oder die Gewinne der letzten 90 Tage, habe ich auch schon hingekriegt gehabt. Ja, und so hat sich halt Monat für Monat, ja, Jahr für Jahr kann man sogar sagen, immer mehr Verlust angehäuft halt, ne? Weil ich immer wieder mir das kaputt gemacht habe mit so einem, ich sag mal, Sturmhandel gegen das, was ich eigentlich sehe. Ich habe gesehen, dass der Markt steigt, aber habe immer vor dem Kopf gehabt, naja, vielleicht dreht er doch und holt mich wieder raus. Das hat ja schon ein paar Mal geklappt, vielleicht klappt es jetzt wieder. Ja, aber unterm Strich habe ich damit nur Minus gemacht und irgendwann dann halt auch den Entschluss gefasst, so kann es nicht weitergehen, du musst das jetzt anders machen, du musst jetzt anders rangehen. Sonst wirst du noch die nächsten 10 Jahre Kohle verlieren und dann kannst du deine ganzen Ziele, die du dir gesetzt hast, völlig in die Tonne kloppen. Und habe deswegen dann angefangen, einfach das umzudrehen, versucht zu analysieren, was habe ich denn so konsequent falsch gemacht, dass ich so zuverlässig Geld verloren habe, dann musst du doch eigentlich nur das Gegenteil davon machen, um Geld zu verdienen. Und so ist es auch. Und das klingt so einfach, aber so ist es auch. So ist es einem auch. Du musst versuchen, mit dem Markt zu handeln, mit der Bewegung, mit dem Trend, immer wieder, so wie wir es gesagt haben, ne, Rücksetzer, 8,50, ne, alles, was man da wieder nach oben treibt, Long probieren. Natürlich funktioniert das nicht immer. Man wird auch mal ausgestoppt, man hat mal was nicht anläuft oder langsam anläuft oder wie auch immer, es gehört halt dazu, das ist halt so. Ne? Gewinnen, verdienen, das gehört an der Börse dazu. In dem Moment, wo ich aber versuche, mit dem Markt, mit der Bewegung zu handeln, egal wie irrational die erscheint, egal wie unglaubwürdig das ist, egal wie schlecht das auch zu aktuellen Nachrichten passt, es wird halt einfach mitgegangen, scheiß drauf. Was interessiert es denn mich oder irgendjemand anderes, wie gut das auf irgendwelche Nachrichten hinterher passt, ist immer wieder alles. Dann dreht man sich wieder irgendwas zurecht und dann passt hinterher alles. Ja, und da habe ich irgendwann keinen Blödsinn mehr gehabt, da habe ich Nachrichten vollkommen ausgeblendet, aber das ist
Ganz, ganz, ganz typisch halt, ne? Hier, man hat es auch bei uns im Chat wieder 1A sehen können, ne? Ein, zwei Tage vorher fing plötzlich die Short-Motivation an, drastisch zu steigen. Ja? Leute haben richtig schlachtrufmäßig zu Shorts aufgerufen und sich für gefeiert, wenn dann ein bisschen runtergefallen ist und so weiter. Jetzt zum Mittwoch kam dann tatsächlich Kapitulation bei den ersten dazu, die dann wirklich so nach dem Motto: Oh, mich kotzt das alles an, ich schalte es nicht mehr aus, das nervt mich, nee, ich handle jetzt keinen DAX mehr hier. Also, man hätt's besser das Drehbuch nicht schreiben können. Und zack, steht er oben draußen. Na, also, es ist immer wieder das Gleiche, es ist immer wieder das Gleiche. Echt, da kannst du 1500 Videos von mir zurückgehen. Und da hinten irgendwie eins von, keine Ahnung, 4, 5 Jahren angucken. Da haben wir 100% einmal im halben Jahr auch so eine Situation widerstehen. Und da kannst du das gleich erzählen, da haben die Leute sich gleich verhalten in den Chats. Und das ist immer, es wiederholt sich einfach immer wieder, und deswegen mag ich die Chartanalyse so, weil man es eben für seinen Vorteil nutzen kann. Weil man es eben für den Vorteil nutzen kann, um daraus einfach ein bisschen abzuleiten, okay, wohin, wie, was hat er beim letzten Mal gemacht, wo kann es hingehen. Und hier haben wir ganz klar gesagt: Stundenschluss über 16,80, Stundenschluss über 16, nee, halt 16,20, 15,89, ein Stundenschluss darüber würde Ziele aktivieren bei 16,80, 16,21, 16,230, 16,285. Und da sind wir nun. Und das hat er gemacht. Deswegen würde ich zum Donnerstag, wenn ich Stärke sehe, grüne Stundenkerzen sehe, hier erstmal auf der Long-Seite treu bleiben und in die nächsten Ziele reintraden. Ganz klar. Ja. Und erst, wenn der eine rote Stundenkerze wirft, dann würde ich anfangen, vielleicht mal ein paar Positionen zu reduzieren. Weil also was wäre das Typischste, was er Donnerstag machen kann? Er rennt hier hoch, haut hier eine rote Stundenkerze, geht dann 2, 3, 4, 5 Stunden in die Korrektur, ballert hier irgendwo runter, dreht sich hier unten wieder auf grün und knallt komplett zurück. Ne? Also das wäre ideal. Das wär die häufigste Form von einem Donnerstag, wie wir im DAX überhaupt sehen. Ja, vielleicht hoch an die 1,20 oder sowas. Kann auch ein bisschen höher schon. Ja, dann von dort richtig weit zurück, auch weiter als die Leute dann denken. Kann gut und gerne eine 69, 59 werden. Einmal von oben hier auf die ganzen Hochs einmal aufsetzen. Dann hier eine grüne Stundenkerze reinknallen und dann wieder hoch. Und deswegen fände ich es für mich dann einfach ratsam, hier oben vielleicht einen kleinen Teilverkauf zu machen von einer Position, die ich mir irgendwo geholt habe. Mir das anzugucken, wie er wieder zurückkommt. Abzuwarten, auch abzuwarten, bis die roten Stundenkerzen vorbei sind und das Grün anfängt aufzudrehen. Dann die Position wieder reinholen und wieder die gleiche Strecke zurückzutraden. Das wäre so ein bisschen mein Master-Setup. Ich darf euch aber nicht sagen, was ihr macht. Ich kann euch nur zeigen, wie würde ich es machen, wie würde ich mit umgehen. In der Hoffnung, das hilft euch auch. Und man hört es ja auch, ne? Es gibt ja genug, die dann kommen und sagen, hier, oh, danke, hier, und hat gut funktioniert. Aber man sieht auch halt viele, die gucken es immer wieder. Okay, jetzt muss ich Cut machen, sonst geht das Video wieder in die gleiche Richtung wie das letzte. Macht, wie ihr es für richtig haltet. Aber ich kann euch nur so sagen, so funktioniert es für mich gut. Anders hat es für mich nicht funktioniert. Deswegen heißt es nicht, dass es nicht anders funktionieren kann. Ich möchte diesen Weg zeigen, ich möchte den vorleben. Habe damit selber gute Erfahrungen und sehe das auch von den Leuten, die sich einfach umdrehen, von diesem instinktiven Denken weggehen, kommen hin zum strukturierten Handeln gehen. Das funktioniert einfach besser. Das ist viel besser. Ja, und dann bleibt halt auch was hängen. Und dann verhaut man eben nicht immer nur die ganzen Monatseinkommen, die man hat oder Ersparnisse oder was auch immer. Ja, also ich würde hier zumachen. Rücklauf, wie gesagt, 59, 69, sollte sich ein bisschen Schwäche zeigen und hier eine grüne Stundenkerze reinmachen, wäre für mich schöne Longchance, wäre auch bei 900, ne? Mir wäre nur wichtig, grüne Stundenkerze möchte ich abwarten, ja, ansonsten dürfte er doch runter. Unter 900 fände ich es ein bisschen komisch, würde ich, glaube ich, dann den restlichen Tag eher nur zugucken, würde mir jetzt so ins Bild gar nicht reinpassen, wenn er unter 900 notiert, aber so ein Rücklauf auf 69, 59 oder auch 900, das fände ich okay, dort grüne Stundenkerze und wieder zurück. Und ansonsten oben raus. Er hat Platz bis 285, mal direkt. Da ist die nächste große Zone. Das ist allzeit hoch. Ja, also muss nicht jetzt alles am Donnerstag machen. Aber einfach mal wieder einen Meter nach oben, dann wieder ein Stückchen zurück, ein Stückchen zur Seite, nächsten Meter nach oben, wieder weiter. Ja, also verkämpft euch nicht in eurem eigenen Kopf, hängt euch nicht fest und macht was draus. Ich wünsche euch was. Tschüss.